Es ist eine Mammutaufgabe, definitiv. In diesen Wochen schaffen Arbeiter rund um die Uhr an verschiedenen Orten im Stuttgarter Bahnknoten, um erstmals einen großen deutschen Schienenknoten mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik auszustatten. Wir haben einen strammen Zeitplan. Wir wissen, wann der erste Zug wieder fährt. Um die großflächigen und vielschichtigen Arbeiten erfolgreich erledigen zu können, müssen verschiedene Bahnstrecken im Knoten zeitweise gesperrt werden. Na, wir haben momentan noch ein altes Relaisstellwerk, relativ alte Technik, läuft schon über viele Jahre. Und die Umstellung auf die Digitalisierung erfordert die ganze Prozessautomatik, Rechner etc. muss alles neu aufgerüstet werden. Ingenieure und Bautrupps leisten hier Pionierarbeit. Denn auf Basis der Erfahrungen mit dem Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart, kurz DKS, sollen später einmal alle großen deutschen Eisenbahnknoten digitalisiert werden. Dafür werden in Stuttgart im Endausbau insgesamt 500 Kilometer Schienennetz digitalisiert und Züge mit neuer digitaler Technik ausgestattet. Das Ziel? Künftig sollen sehr viel mehr Züge auf bestehenden Gleisen fahren und Störungen vermieden werden. Mehr Kapazität auf vorhandener Infrastruktur bei gleichzeitig erhöhter Pünktlichkeit. So wird der Eisenbahnverkehr auf das nächste Level gehoben. In Summe verlegt die Deutsche Bahn dafür allein in den Bereichen Bad Cannstatt, Untertürkheim und Waiblingen 1200 Kilometer Kabel. Viele unterschiedliche Kabeltypen. Wir haben an die 60 verschiedene Kabeltypen. Außerdem schließt sie 151 Weichen und Kreuzungen an das neue System an, verlegt 73 neue Kabelquerungen unter den Gleisen und installiert 461 sogenannte Achszähler, über welche die Position der Züge ermittelt wird. Dafür arbeiten Dutzende Bautrupps parallel an vielen verschiedenen Stellen. Bis zu 60, 70 Mann auf der Baustelle in unterschiedliche Größe. Kabelzieher sind manchmal 4, 5 Mann, manchmal sind es auch 12, 13, je nachdem, wie welche Kabellängen und wie einfach der Kabelweg ist, ob man dort Querungen durch muss. Braucht man mal mehr Hände, die das mitmachen. Das sind momentan alles Lichtwellenleiterkabel, die jetzt gerade gezogen werden und die sind im Handling sehr empfindlich. Da kann man nicht mit grober Technik irgendwas machen. Und deshalb ist es etwas personalintensiver. Und dann haben wir auch hier in dem Bereich mit den ganzen Maschinisten und Handarbeitern haben wir auch noch einiges an Personal gebunden, die die ganzen Arbeit machen müssen. Die Vermessung muss parallel laufen, dass am Ende die Schienen auf der richtigen Höhe liegen. Das sind alles Begleitarbeiten, die mitgemacht werden muss. Die Aufmaße müssen gemacht werden, dass die Leistung dokumentiert ist. Deshalb ist es einmal rundherum, sind alle Sparten im Baufeld vertreten. Um die Kabel verlegen zu können, müssen stellenweise vorhandene Infrastrukturbauten, beispielsweise Bahnsteige, vorübergehend zurückgebaut werden. Außerdem wird im großen Stil Aushub bewegt. Der anfallende Schutt, Altschotter oder einfach nur Erde wird danach natürlich auf der Schiene abtransportiert. Für unvorhergesehene Umstände ist ein zeitlicher Puffer mit eingeplant. Bestandskabel, Bestandsleitungen oder Ähnliches, die unbekannt sind. Wie sichert man die, wie integriert man die in die neue Anlage, dass die Arbeiten nicht unterbrochen werden. Und deshalb müssen wir ganz genau die Arbeiten eintakten und dass alles dann am Ende auch zusammenpasst, dass wir wieder Zug fahren können. Oft unterqueren mehrere Kabel die Gleise. Später müssen die Kabel der Last von 100 Tonnen schweren Zügen standhalten. Dafür genügt es nicht, sie in Rohren zu verlegen. Sie erhalten ein speziell angefertigtes, robustes Betongehäuse. Weitere notwendige Komponenten zu installieren, erfordert hier auch noch ganz herkömmliche Handarbeit. Für die Fundamente, die sich mitten im Gleisfeld befinden, wird der Beton in Kübeln auf Wagen herangefahren. Aber nicht nur der Beton, sondern auch der An- und Abtransport aller möglicher anderer Geräte und Komponenten erfolgt hier über das Gleis. Nicht nur der DKS als Ganzes ist hier Pionierarbeit, auch manches Baugerät hier kommt am künftigen DKS erstmals zum Einsatz. Dieses sogenannte gleisgebundene Drehbohrgerät, auch Gleisgründungszug genannt, kann vom Gleis aus Gründungspfähle bohren. Eine echte Innovation. Das Gerät ist neu, man sieht es an der Farbe. Das ist eine Kombination aus ehemaligen Gleiskranen und
Die Bohrtechnik ist das, was man sonst auf Baustellen sieht bei Tiefgründungen. Aber wir haben große Unterschiede. Die Eisenbahn hat 1,42 Meter Spurbreite, 1,43 Meter. Der Kran steht sehr schmal. Ein großes Bohrgerät hat 6x6, 8x8 Meter Standfläche. Und deshalb haben wir hier ein großes Gewicht, wo man auch aufpassen muss, dass da nichts passiert. Und das Gerät hat die Technik, dass er sich unter bestehender Oberleitung aufbauen kann und arbeiten kann. Und so wie es jetzt aussieht, bis jetzt ist es gut und ist eine Marktnische definitiv in der Gleistechnik, weil wir werden noch mehr Strecken umbauen müssen. Und die Bahn hat nun mal selten Begleitwege, wo man mit Technik arbeiten kann. Und dann hilft uns das natürlich, viele Lücken zu schließen. Die Bohrpfähle, die hier hergestellt werden, bilden später das Fundament für Signalmasten. Denn auch die herkömmliche Signaltechnik muss erneuert werden, da insbesondere Güterzüge zunächst noch nicht mit den notwendigen digitalen Komponenten ausgestattet sein werden. Dann muss die Signalisierung zum Balisensystem zusammenpassen. Es werden die ganzen Blockabschnitte aufgelöst. Das bringt uns dann eine deutlich höhere Zugdichte, dass wir mehr Leistungsfähigkeit auf der Strecke kriegen. Und da wird eigentlich grundlegend alles neu sortiert und technisch komplett umgestellt. Bis zum letzten Gleisschaltmittel, Achszähler und ähnliche Technik, damit wir dann die neue digitale Zugüberwachung haben. Zurück zum Bohrzug. Zuerst werden zwischen 13 und 22 Meter tiefe Löcher in den Untergrund gebohrt, je nach Beschaffenheit des Bodens und Anforderungen an das Fundament. Dabei entstehen allein auf diesem Streckenabschnitt 4000 Tonnen Aushub. Sobald die Löcher tief genug sind, wird ein Bewehrungskorb aus Stahl eingelassen. Anschließend fließt Beton. Um sicherzugehen, dass der Beton sich gleichmäßig verteilt, wird ein Trichter aufgesetzt, an dem entlang das Zementgemisch herunterfließen kann. Knapp zwei Wochen später sind alle Fundamente gebaut, die Signale können gestellt werden. Stefan Wallberg von der GTS Deutschland GmbH hat die Arbeiten mit einem Hubschrauber geplant. Er ist selbst hergekommen, um sicherzugehen, dass alles reibungslos läuft. Also der Plan für heute ist, dass wir Leit- und Sicherungstechnik in Form von Eisenbahnsignalen ans Gleis bringen, an die Strecke. Wir nutzen dafür die Chance, die sich uns geboten hat, mit der Vollsperrung in Cannstatt, jetzt heute im ersten Sperrabschnitt, da sechs Signale auszufliegen und dann auch unmittelbar zu stellen. Also wir machen das Ganze über den Luftweg. Dadurch sind wir wesentlich effizienter und schneller. Die Signalausleger wurden praktischerweise auf einer anliegenden Baustelle in der Nähe der Bahnstrecke gelagert und für den Transport mit dem Helikopter vorbereitet. Dann geht es los. Die Bodencrews sind in Position entlang der Strecke. Der Pilot startet die Rotoren. Der Helikopter nimmt die Signale am Ablageort auf und fliegt entlang der Strecke zum ersten Montageplatz. Dabei nimmt er nicht den kürzesten, sondern den sichersten Weg. Mit einer am Hubschrauber hängenden Ladung dürfen keine im Betrieb befindlichen Bahnstrecken oder Bundes-, Land- oder Wasserstraßen überflogen werden. Dementsprechend wurde die Route des Helikopters vorher geplant. Angekommen am bereits gegossenen Fundament, positioniert der Pilot den Helikopter so, dass der Ausleger ungefähr in der Montageposition schwebt. Die Bodencrews greifen ein am Mast befestigtes Seil, stabilisieren das Signal und verhindern so, dass dies hin und her schwingt. Ein Lotse am Boden gibt dem Piloten über Funk letzte Anweisungen. So setzt das Signal dann am Ende exakt am richtigen Ort auf. Sobald das Signal seine endgültige Position erreicht hat, fixiert die Montagecrew es mit Metallstangen und beginnt damit, den Mast festzuschrauben. Zu diesem Zeitpunkt fliegt der Helikopter bereits wieder ab und macht sich auf den Weg, um das nächste Signal anzuliefern. Mit Anlieferung aus der Luft benötigt das Team pro Signal nur etwa 10 bis 15 Minuten. Sicherlich eine Zeitersparnis, aber wie groß ist diese tatsächlich? Die Zeitersparnis ist immens und hängt ganz stark von den Logistikwegen ab.
Wenn wir eine Eingleisstelle haben, das ist zum Beispiel so ein Punkt, irgendwo kommt vom Straßenverkehr aus die Signalanlieferung und wird abgelegt. Und das muss streckenseitig sein. Dort nimmt dann ein Bagger mit seinen Plattenwegen die auf, wird dann in der Regel 4 Signale oder wenn es kleinere, kompakter sind, auch mal 6 verladen und ausfahren. Und damit ist dann eigentlich schon sein Pensum voll, bevor er wieder zurück muss und wieder neue Signale aufnehmen muss. Wenn wir entsprechend von dieser Stelle aus Fahrwege haben, die eine Weile dauern, andere Gewerke queren müssen, die dann gerade am Bauen sind, erst das Feld räumen müssen, um durchzukommen, das sind alles Verzögerungen und einfach Laufzeitwege, die dann das Stellen einschränken. Weil wir stellen mit dem Helikopter, also der eigentliche Vorgang, auf das Fundament zu kommen und das zu fixieren, ist eigentlich das Gleiche. Das ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten erledigt, dann ist das Signal sichergestellt und alle anderen Arbeiten können dann ohne Bautechnologie, Helikopter oder Bagger funktionieren. Es sind die Wege und die Laufzeiten, die da reinspielen. Aber das ist eben, wo der Helikopter unschlagbar ist. Da schaffen wir zwischen 20 und 30 Signale am Tag, haben wir mit dem Helikopter schon gemacht. Da ist eher auch das Limit nicht der Helikopter, sondern die Bodencrews. Da werden dann entsprechend einfach 3, 4 Crews angeflogen, dass der Helikopter, wenn er ankommt, schon immer am Einbauort die Crew vorfindet. Deswegen heute bei den 6 Signalen auch mit 2 unterwegs gewesen und die Flugreihenfolge nicht kilometrierungsmäßig aufsteigend, sondern im Wechsel, dass jeweils immer die andere Crew die Zeit hat, zum nächsten Standort zu wechseln, bis der Helikopter wieder da ist. Und so war jetzt eben das Ganze heute innerhalb von 1,5 Stunden problemlos möglich, 6 Stück. Und die gleichen 6 Signale wären eine Tagesaufgabe gewesen, um das mit 2 Wegetechnik zu bekommen. Das ist alles erfolgreich gelaufen, das Wetter hat super mitgespielt, die Bodencrew hat gut mitgespielt. Eine erfolgreiche Sache, alles ist gestellt worden, wie geplant. Und damit haben wir den Abschnitt fertig und können uns dem nächsten Abschnitt widmen. Nur mit harter Arbeit an allen Fronten gleichzeitig, unermüdlichem Einsatz Tag und Nacht und dank der zeitsparenden Hubschrauberflüge ist es möglich, die Termine für die komplexen Bauabläufe zu halten. Wir liegen im Zeitplan, so wie wir es uns eigentlich gedacht haben. Die Arbeiten für den DKS schreiten wie geplant voran. Stück für Stück erschafft hier ein Team aus vielen Spezialisten die digitale Bahninfrastruktur der Zukunft. Nach getaner Arbeit geht so mancher dann auch zufrieden in den Feierabend. In Summe muss ich sagen, perfekt. Sonnig, erfolgreich, passt.